Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen OMSI-Folge hier auf diesem Kanal. Und wir schauen uns heute endlich die Karte Dresden an, fiktiv. Das Ganze hier natürlich mit dem Solaris im schönen DVB Repaint. Also man muss ganz ehrlich sagen, das gefällt mir von allen am besten. Ja, also ne, BVG mit Gelb-Weiß ist schon ziemlich cool, ja, aber Gelb-Schwarz... Das ist noch cooler. Also muss ich ganz ehrlich sagen, und da kommt man natürlich hier, der Solaris Urbino kommt hier richtig schön zur Geltung. Wir fahren heute auf der Linie 61, das Ganze von Lübdau Richtung Fernsehturm. Und ja, die ganze Fahrt dauert irgendwas so mit 25 Minuten. Wir haben die aktuelle Version 0.9.9 hier drauf. Diese funktioniert bei uns. Die letzten Versionen, die hatten bei uns doch ein paar Probleme. Ich hoffe, jetzt funktioniert das natürlich auch alles jetzt in der Aufnahme. Deswegen würde ich sagen, wir steigen ein, starten den Bus und... Ja, fahren wir die Runde, ne? Erstmal natürlich einen Fahrplan aussuchen, wäre natürlich noch eine richtig geile Sache. So, dann haben wir hier Tour 1, machen wir Tour 2 von Lübtau nach Fernsehturm. Das ist unser. Und soweit, so gut. So. Richtig schön alles starten hier. Und da haben wir an. 28 Minuten haben wir. Hier drinnen natürlich alles mit DVB, Dresdner Verkehrsbetriebe, so wie es sein muss. So, machen wir mal Licht an. Also das sieht genauso aus wie die BVG-Busse. Gelbe Stangen und alles sowas. Ja, allerdings musste ich hier noch ein bisschen was verändern. Ich habe hier die AI-List verändert. Das Kuriose an der ganzen Sache ist, in der neuen Version, in der 0.99, in der AI-List, fahren hier ständig nur diese MANs hier rum. Es fahren keine O530 Citaros rum. Ein bisschen komisch fand ich das Ganze. Das war in der Version 0.9 war das noch drinnen. In der 0.95 war es dann schon nicht mehr drinnen gewesen. Irgendwas an der AI das verändert. So, okay. Aber das kann man ja alles, sich so zurecht machen, wie man es möchte. So, wir fahren schon mal hier ran an unsere Haltestelle. So, jetzt müssen wir erstmal ganz kurz gucken, stellen das Ganze mal hier auf 25, so, jetzt haben wir alles, sondern nur noch hier die Route schildern, dann haben wir es, so, das ist die 061 000001, schauen wir mal, ob das passt, schauen wir mal, ja, das müsste passen. So, dann können wir die Fahrgäste noch schon einsteigen lassen. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Wir hatten ja von schon einige in unseren News-Folgen davon berichtet, dass sie ja da ist. Da nochmal ein kleines Dankeschön an Lebendig, der uns da mal ein bisschen aufmerksam drauf gemacht hat. So an sich wäre sie an mir komplett vorbeigegangen. Ich muss aber auch sagen, ich bin nicht so in der OMSI-Szene drin mehr. Das ist Ewigkeiten her. Dadurch, dass ich jetzt natürlich meinen Lotus-Simulator habe, bin ich dann überhaupt nicht mehr up-to-date. Die einzige Seite, wo ich nach neuen Karten gucke oder nach neuen Bussen, ist OMSI-Webdisk. Und wenn da nichts Neues ist, vielleicht noch den Busbetriebssimulator. Und wenn da auch nichts ist, ist mir alles wurscht. Ja, ich gehe nicht auf das offizielle OMSI-Forum, finde ich furchtbar, weil da viele Links halt einfach nicht mehr vorhanden sind, weil sie ja die Seite her umgestaltet haben oder wo die Links nicht mehr neu bearbeitet und. Das nervt mich. Und deswegen bin ich da halt auf dieser Website nicht. Und alles, was natürlich noch extern von dieser Website natürlich existiert, ja, da habe ich dann gar keinen Plan mehr. Also, es wäre halt immer schön, ja, falls ihr mal da irgendwie so einen heißen Tipp habt, dann könnt ihr mir das gerne zukommen lassen. Ich schaue es mir auf jeden Fall an, ja, das ist jetzt nicht so, dass ich es jetzt hier nur sage, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Und wenn es sich natürlich denn lohnt zu zeigen, dann mache ich es natürlich dann auch, ne. Gut. 37. Haben wir noch ein paar Minütchen. Jetzt ist die E3 zu Ende. Bin ich eigentlich irgendwie ein bisschen traurig, muss ich sagen. Die E3 ist für mich immer so ein Festival, weißt du, so Tage voller Spiele, Livestreams und Co. Ja, das ist halt immer so doch schon ein kleines Special-Event, ja. Aber es wurden viele coole Spiele angekündigt, worauf ich mich sehr freue. Auch dieses Jahr kommen noch klasse Spiele. Nächstes Jahr natürlich die ganzen Blockbuster-Titel. Aber dieses Jahr kommt genau das eine Spiel, worauf ich schon Ewigkeiten gewartet habe. Ich meine, das ist nur zu PlayStation 3, aber dieses Spiel, dieses eine Spiel gehört zu meinen Top 3 Spielen
ever, ja, dieses ever gibt, ja, wo ich mir halt wirklich dann ein Remaster auch wirklich gewünscht hätte. Ja? Also das sind halt, also die, es gibt ja halt ne, seine Top 3. Und dieses Spiel kommt jetzt für die Nintendo Switch und für den PC. Ja, das ist so schön. Es ist so schön, da bin ich so glücklich drüber. Muss ich mir natürlich gleich doppelt kaufen, ne? Einmal für die Switch und für den PC, damit ich dann meine Reihe komplett habe auf dem PC. Ne? Und für die Switch natürlich, weil es einfach geil ist, wenn du das einfach noch unterwegs zocken kannst. Also großartig. Großartig. Ja, das ist alles schon schön. Aber wie gesagt, traurig bin ich dennoch. Es waren halt wundervolle Tage gewesen. Gab natürlich die Pressekonferenz, wo man hätte sich wirklich sparen können halt auch. Ja, es wurde der Flight Simulator angekündigt. Jetzt habe ich auch natürlich dadurch wieder ein bisschen mehr Zeit, ja, weil ich jetzt wirklich die ganze Zeit immer nur gestreamt habe und mir die ganzen Pressekonferenzen angeschaut habe. Der ein oder andere hat es natürlich mitbekommen, ja, der war dann mit mir auf Twitch und hat zusammen die Zeit verbracht. Und dementsprechend, das war großartig, das war toll. Danke für das Feedback, das war super. Machen wir nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Und E3 sage ich schon, die Ding steht ja auch noch an, die Gamescom. So, aber ich würde sagen, genug gequatscht jetzt hier, wir fahren los. Hier ist ein kleiner Fehler, der mir aufgefallen ist. Ich meine, es ist ja schön und gut, dass hier das Ganze hier durch Verkehrsschilder geregelt wird. Allerdings finde ich, dass es sind ja einfach so unglaublich viele Menschen unterwegs. Ihr seht es ja, die laufen hier einfach durch. Denn, ja, und wenn du dann einfach losfährst, ja, dann hast du mal eben schnell mal einen umgefahrenen Passanten. Das ist natürlich ein bisschen... Da siehst du, und schon wieder kommt einer. Die kommen dann einfach aus dem Nirgendwo. Da musst du dich hier echt hier durchschlängeln, ja. Also das ist, finde ich, ein bisschen unschön gelöst. Ich glaube, eine Ampel würde hier tatsächlich nicht schaden. Die Karte ist übrigens fiktiv, aber zum Teil auch realistisch. Mal gucken, ob ihr den realistischen Teil erkennt. Nächste Haltestelle, Kurtanstraße. Nein, da sind wir noch nicht. Oder? Ist es das hier? Ist es die Bergstraße? Jo. Oh nee, da habe ich nichts gesagt. Entschuldigung. Ich habe nichts gesagt. Video ist mal wieder total falsch. Büb. Sind wir heute morgens unterwegs. Ihr seht es um 7.30 Uhr. Schön. Zum Arbeitsverkehr hier unterwegs. Ne? Wundervoll. Nächste Haltestelle. Narvik. Das ist jetzt aber falsch. Nächste Haltestelle. Das ist richtig. Am Träger sind wir nämlich. So, alles einsteigen. Hallo. Ja, was ist mit dir nicht in Ordnung? Darf ich jetzt? Dankeschön. Weil ich noch geblinkt hatte, von der Haltestelle aus gefahren bin. Heieiei. Bloß die KI nicht durcheinander bringen. Nächste Haltestelle, Kronentalstraße. So, allerdings will ich hier keiner raus. Müssen eh warten. So, aber so komplett ganz die Linie kann ich dann alle natürlich nicht alleine fahren. Ah, okay, jetzt müssen wir jetzt schon abbiegen. Alles klar. So. Oh. Ja, das ist das, weil wir haben Vorfahrt, verstehst du? Wir haben Vorfahrt. Ich weiß nicht, warum er nicht fährt.
Er fährt einfach nicht. Und die, die aus der Seitenstraße rauskommen, die Vorfahrt gewähren haben, die fahren einfach. So, und jetzt? Ja, genau. Oh. Auf jeden Fall Verkehrsregeln, da muss er nochmal ran. Das muss er mal bearbeiten. Spektakulär. Ich warte gern, ja. Ist ja der Hammer. Fährt der, das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen oder was? Der hat einfach mal abrupt abgebremst. Traumhaft. Einfach mal so voll in die Eisen treten. So macht's Sinn. Nächste Haltestelle, Bergstraße. So. Hallo. Ja, wunderschön. Mein heißgeliebter Solaris. Es gibt keinen besseren Bus, definitiv. Definitiv nicht. Gibt's nicht. Wie zum Beispiel auch, ja, es ist hier, also Verkehrsregeln hauen hier nicht hin. Wir haben Vorfahrt gewähren hier. Ich meine, es ist ja nett, dass wir jetzt hier durch dürfen, ja, davon mal abgesehen. Aber normalerweise hätten die alle Vorfahrt. Guck dir mal an, ja, was sich das hier staut. Also, da muss er auf jeden Fall nochmal ran. Guten Morgen. Einen wunderschönen. Einen wunderschönen. Du bist ein netter Kollege, ich merke schon. Blöder Sack. Du musst gleich in die Karre reinfahren, verstehst du? Oh, wir sind ein bisschen voll. Na, obwohl, sind noch genug Sitzplätze da, geht noch. Da geht noch was. Grüner Weg, Linie 61 Fernsehturm. Also so wie sie auf jeden Fall aufgebaut ist, finde ich sie sehr, sehr schön. Also ich bin sie ja nun schon komplett abgefahren, weil ich ja halt Probleme auf der Karte hatte. Musste ich das vorab natürlich jetzt erstmal testen, bevor ich das Ganze jetzt wieder aufnehme und wieder an der gleichen Stelle zum Beispiel wieder hänge. Bin natürlich die komplette Linie schon abgefahren und ich muss sagen, die hat er wirklich toll umgesetzt. Das Ganze ist natürlich gebaut von Honigwaffel, wenn ich das noch gar nicht jetzt gesagt hatte. Ich hatte es nur in den News mal gesagt gehabt. Wie gesagt, das ist die Karte von Honigwaffel. Das bekommt hier halt alles auf der, nicht im OmsiWebDisk oder sowas, sondern auf einer externen Website von Honigwaffel. Wenn ich es nicht vergesse, packe ich den Link hier in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch das natürlich dann selbst runterladen. Ja. Ich finde es immer noch schön. Muss ich wirklich sagen, ich finde es immer noch schön. Hier zum Beispiel das hier, das ist eine relativ coole Kreuzung hier. Das muss man echt mal loben hier. Teilen sich Straßenbahn und
Bus teilen sich hier die Haltestelle. Ja, finde ich halt immer noch schön, dass immer noch Karten gebaut werden für Omsi. Da gibt es echt einen Daumen nach oben für. So, die kommen hier alle her. Alles klar, dann können wir hier die Fahrgäste einsteigen lassen. Wunderschön. Hallo. Morgen. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Hallo. Ja. Aber ihr wollt jetzt nicht alle zu mir gehen, ne? Gott sei Dank. Ja, Keule, wärst du heute noch? Das ist bestimmt ein rotes Signal, wa? Oh, da sind wir aber schon durch. Aha. Nächste Haltestelle, Schneebergstraße. Da waren wir nämlich gerade. Oh, einfach weg ist er. Schade. Wäre schon cool gewesen, wenn wir jetzt einen Kollegen die ganze Zeit vor uns gehabt hätten. Wir können ein Ticket kaufen. Alle Fahrtickets. Löblich. Sollte sich mal der Berliner was scheinbar abschneiden von. Auch so eine neue Berlin-Karte wäre natürlich auch mal wieder fein. Hätte ich persönlich mal nichts dagegen auszusetzen. Meine X10 ist ja gefühlt auch schon 1000 Jahre alt. Und was man mal auch sagen muss, ja, die Ansagen selbst eingesprochen, wundervoll, nicht hier so eine komische Computerdame oder sowas. Das habe ich ja bei Landkreis Posthausen habe ich ja auch gemacht, ne, dass ich ja die Ansagen da selbst eingesprochen hatte. Und der Bus-Fan, ne, der hat das Ganze ja dann auf Niederländisch denn eingesprochen gehabt. Nein, die fahren aber auch nicht hier. Ja, hab ich. Mecker nicht da hinten, fließt raus, ganz einfach. Hallo. Ja, einen wunderschönen. Ich habe wieder Vorfahrt, weißt du. Das ist das, was ich meine, ja. Das ist ein bisschen anstrengend. Nächste Haltestelle, Rolandplatz, technische Sammlung. Ja, übrigens, es ist wieder am Wochenende eine Leitstellenfahrt. Schaut mal da in unserer Steam-Gruppe vorbei. Da sind die ersten Karten, wurden schon mal so als Vorschlag schon ausgewählt. Wenn ihr mitfahren wollt, denn ja. Boah, fällt der Scheiße. Dann stimmt mit ab. Hab jetzt allerdings noch nicht reingeguckt, welche Karten das waren. Ich glaube, die eine war Blankwitz, die habe ich allerdings nicht. Und ich fand, die sah jetzt auch nicht so leitstellenfähig halt aus.
Hallo. Aber auf jeden Fall ist am Wochenende wieder eine Leitstellenfahrt geplant. Na, wenn ihr da Interesse habt und Bock habt, dann würde ich mich natürlich freuen, hallo, wenn wir uns dort natürlich dann wiedersehen. Hier im Livestream hier auf YouTube. Ist ja schon eine ganze Weile wieder her tatsächlich, dass wir mal eine Leitstellenfahrt hatten. Und das Ganze natürlich dann wieder, wie immer, denn zwischen 19 und 20 Uhr geht's los und dann ja bis morgens um 1 und 2 Uhr so an dem Dreh. Würde ich mich freuen, auf jeden Fall. Wenn ihr nicht mitfahren wollt, auf jeden Fall aber dann zahlreiches Einschalten. Ne? Das wäre super. So, hier haben wir die Dornblütenstraße. Zeigt ihr uns die auch an? Ja. Zeigt ihr uns auch an. Hallo. Wunderschön. Wie es aussieht, haben wir auch kaum Verspätung. Ja, also ich glaube, das ist, obwohl der fährt einfach, okay. Wollte gerade sagen, das sieht aus, als ob er die KI die Schilder vertauscht. Musst du echt aufpassen, ja, dass die nicht in die Karre reinfahren. Unglaublich. Guten Morgen. Ja, einen wunderschönen. So, hier ist gar nichts mehr, weder Verkehrsschild noch eine Ampel oder sowas. Aber wie gesagt, das Ganze befindet sich ja auch noch in der Version 0.99. So, jetzt im Laufe des Junis soll sie jetzt in die Version 1.0 übergehen. Und ich glaube, er ist da relativ gut weiter vorne, dass er das packt. Denke ich mal. Das schaut eigentlich ganz gut aus. Jetzt die letzten Updates gingen auch wirklich Schlag auf Schlag. Ich glaube, da kam gefühlt alle 5 Tage mal, kam ein neues Update raus. Also von der, seit der Ankündigung, also seitdem ich sie habe, ja, in der Version 0.8, ging das dann wirklich Schlag auf Schlag mit den Updates. Und wie gesagt, jetzt im Laufe des Junis noch die Version 1.0. Aber auch diese Karte bietet sich leider nicht für eine Leitstellenfahrt an, weil es halt bloß diese eine Route ist, ne? Also diese eine Linie, insgesamt 4 Routen. Nee, das klappt nicht mit der Leitstellenfahrt. Dies klappt leider nicht. Aber es ist eine schöne Karte, sehr schön gebaut. Ihr seht es ja nun selber alles, ne? Ja, wundert euch nicht, es blitzt und donnert bei mir hier. Ist wirklich wundervoll gebaut, es ist wirklich sehr schön idyllisch halt, ne? Es ist halt... schön. Hat er gut gemacht, auf jeden Fall. Kriegt er auf jeden Fall einen schönen Daumen. Mal gucken, was er da in der nächsten Zukunft vielleicht noch geplant hat mit der Karte, ob er da noch mehr Interesse dran hat und irgendwie weiterbaut oder sowas. Weiß man ja alles nicht, muss man ja abwarten, ne, wie sich das Ganze jetzt natürlich, ich sag mal in Anführungsstrichen, wie sich jetzt verkauft halt. Ne? Aber ich finde es halt schön, das wird wahrscheinlich so eine Linie sein, wo er fast täglich mit unterwegs ist oder sowas, weil es gibt halt ein Stück, was wirklich real ist, was real nachgebaut wurde und dann gibt es halt dieses Stück oder diese beiden Stücke, die halt fiktiv sind. Und dieses Stück, wo es halt real ist, ja, ich denke mal, das wird dann halt so eine Stammstrecke von ihm sein. Aber cool, cool. Finde ich klasse sowas.
Auch wenn es hier noch zum Teil ein bisschen leer aussieht, ich finde das vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, dadurch, dass die noch nicht in der Version 1.0 ist, ist sowas auch echt. Oh, das war wieder knapp. Echt in Ordnung. So, an der Jakubistraße. Hallo. Aber wie gesagt, meins, was mir jetzt aufgefallen ist. Was ist mit dir? Willst du nicht mit rein? Du musst es voll, wa? Ja, dann tut's mir leid, junge Dame. Da kann ich nichts dran ändern. Wenn ich das gewusst hätte, ich einen Gelenkbus genommen, aber jetzt wegen einer Person. Ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Jetzt hab ich Fahren verloren. Na toll, danke. Frau war schuld. Nächste Haltestelle, Bodenbergstraße. Nö, aber ist wirklich schön. Ist schön. Ja, aber unser Bus ist scheinbar immer noch voll. Ach so, bei Fehlern waren wir. Wie gesagt, die Verkehrsregeln hier auf jeden Fall, da muss er nochmal dran arbeiten. Damit das hier besser funkt, weil es kann nicht sein, dass du hier wie in den Wilden Westen hier fahren musst. Wer zuerst kommt, mal zuerst, so ein Motto, weißt du? Friss oder stirb. Nächste Haltestelle, Neuburger Platz. So, jetzt hältst du auch mal so durch, fahren wie die Omsi-KI. So, aber wir müssen gar nicht rüber, wenn wir mit den Jahren halten. So. Und ihr natürlich könnt natürlich in die Kommentare schreiben, was ihr von der Karte haltet. Ja, man darf halt nicht vergessen, es ist eine fiktive Karte. So verkauft er sie halt auch, ja, als fiktive Karte. Also bietet sie kostenlos zum Download an, aber mit halt fiktiv. Könnt ihr ja gerne mal so in die Kommentare schreiben, was euch so gefällt, was euch eher weniger gefällt. Was ist euch zum Beispiel aufgefallen, außer dass jetzt zum Beispiel, wie gesagt, die Verkehrsregeln hier nicht so ganz stimmen. Einige an manchen Stellen, ich das Gefühl habe, dass da irgendwelche Ampeln oder Schilder fehlen teilweise. Dass natürlich jetzt hier ein paar Gegner sind, die jetzt nicht bebaut sind. Was ist denn euch sonst außer diesen Punkten jetzt zum Beispiel jetzt hier aufgefallen, wo man da sagen könnte, na, pass mal auf, da war noch was. Ne? Und dann, vielleicht hilft das dem Modder, das auszubessern, ne? Aber seid da nicht jetzt insofern, dass ihr jetzt das jetzt absolut Grund und Boden redet oder sowas, ne? Auf so ein Niveau von, ne? Sondern schön sachlich. So, also wie gesagt, das sind so die Punkte, die mir jetzt aufgefallen sind. Und natürlich hier, dass ich einen falschen Busch genommen habe. Aber da kann er ja nichts für. Ich glaube, da stand auch irgendwas, dass er halt die Fahrgästenanzahl erhöht hat in dem letzten Update. Das finde ich hier ziemlich schau hier. Dass wir zwar immer noch in Dresden sind, aber dann haben wir hier so einen Landabschnitt hier. Wundervoll. So, hier will keiner raus. Schade. Aber es will auch keiner rein. Von daher passt das. So, da haben wir schon den Fernsehturm. So. Ja, jetzt wird er natürlich leer, der Bus. Wir sind nämlich jetzt an der
vorletzten Haltestelle. Deswegen, wie gesagt, jetzt gerne Kommentare gewünscht von euch. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Jetzt hier gut, hier die Bäume stehen auch ein bisschen mitten auf dem Weg hier. Das ist vielleicht, aber na gut. Wie gesagt, man darf halt nicht vergessen, es handelt sich hierbei noch um die Version 0.99, nicht um die Version 1.0. So, jetzt schleiche ich hier. Schön den Bordsteller mitgenommen hier. Wundervoll. Na, sogar nicht mehr. Wir sind jetzt leider schon am Fernsehturm. Aha. Nächste Haltestelle. Fernsehturm. Endstation. Bitte aussteigen. So, Leute. Damit sind wir am Fernsehturm angekommen. War alles natürlich tutti frutti. War nichts zu bemängeln hier. Das haben wir gut gemacht. Und ja, somit haben wir uns heute die Linie 61 hier angeschaut von Honigwaffel. Also ich finde es klasse Arbeit, soll unbedingt weitermachen. Ich würde mich sehr hier über irgendwelche weitere Updates freuen. Die Linienführung ist großartig, ne? Man hat irgendwie das Gefühl, dass man wirklich durch eine reale Stadt fährt. Und das vermitteln halt nicht viele Karten. Deswegen finde ich das hier eigentlich schon ziemlich cool gemacht, auch dass sie teilweise realistisch ist, ne? Das macht es natürlich noch ein bisschen was aus. Aber dass da wahrscheinlich auch so ein kleiner Wert noch dahinter steckt, den ich eigentlich sehr positiv schätze halt auch noch. Das macht den Honigwaffel sehr sympathisch halt noch. Ja. Mal gucken, vielleicht antwortet er ja. Dann kann er sich ja gerne mal zu Wort melden hier. Und ja, wir verabschieden uns hier natürlich wieder. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst dem Ganzen doch ein Like da. Freue ich mich drüber. Und sonst sehen wir uns zur nächsten Folge Omsi hier wieder auf ÖPNV-Simulation. Damit verabschiede ich mich wieder. Sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.